Hola, hola, hier ist wieder der Klaus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gran Canaria, zum zweiten Teil unserer Bergtour. Im ersten Teil haben wir die Mundo Aborigen besucht und sind anschließend beim Aussichtspunkt Degollada de las Vegas gewesen. Das Video, das verlinke ich hier nochmal unter dem Beitrag. Und in diesem Video geht es nun weiter nach Fataga in das kleine Bergdörfchen und da nehme ich euch dann natürlich auch wieder mit. Auf geht's. Hier mal ein kleiner Überblick über unsere Strecke. Gestartet in Maspalomas sind wir über San Fernando zum Mundo Aborigen und zum Degollada de las Vegas gefahren. Weiter ging es dann nach Fataga und von dort aus nach San Bartolomé de Tirajana. Zurück dann über Santa Lucia de Tirajana und mit einem kleinen Stopp am Mirador El Gurete ging es runter nach Vecindario. Von dort aus dann über die GC1 zurück Richtung Maspalomas. Zwischendurch haben wir noch einen kleinen Stopp gemacht an der Playa del Águila. Und nach circa 9 Stunden Tour waren wir dann zurück in Maspalomas. Hier nochmal ein paar Impressionen vom ersten Video von der Mundo Aborigen und dem tollen Ausblick, den man von dort aus hat, aufs Meer, auf Playa del Inglés und die bizarren Bergformationen hier oben und vom Aussichtspunkt Degollada de las Vegas, dem Grand Canyon von Gran Canaria. Den Link zu diesem Video stelle ich nochmal in die Beschreibung, damit ihr dieses einfacher wiederfinden könnt. Vom Aussichtspunkt Degollada de las Vegas fahren wir jetzt weiter hoch in die Berge über die schmale Bergstraße mit vielen Serpentinen. Hier muss man schon sehr vorsichtig und passiv fahren. Es kommen immer mal wieder Motorräder oder Autos entgegen, ja, wie man hier sehen kann. Und auch mit Autobussen muss man hier rechnen. Also es ist schon eine sehr schmale Straße und links geht es hier doch sehr tief runter. Hier ein Bus, ein Auto. Ja, aber die Aussichten entschädigen dafür. Also es ist wirklich ganz fantastisch. Und ich bin jetzt mal eine Weile ruhig. Genießt einfach mal die tollen Landschaften hier. Da hinten ist auch schon Fataga in Sicht. Wir waren jetzt insgesamt 20 Minuten unterwegs für 10 Kilometer. Wie gesagt, in den Bergen muss man etwas langsamer und vorsichtiger fahren. Wir sind gut in Fataga angekommen und machen jetzt erstmal einen Rundgang durch das kleine Örtchen und danach gibt es eine Kleinigkeit zu essen. Dies ist der zentrale Platz von Fataga mit Restaurant und Kirche. Hinter dem Restaurant findet man auch einen großen Parkplatz, wo man bequem sein Auto abstellen kann, wenn man hier an der Straße keinen Parkplatz findet. Und gehen wir doch mal jetzt auf die Kirche zu. Ja, eine kleine, sehr schöne Kirche mit zwei großen Glocken. Und wie gesagt, wir haben heute fantastisches Wetter. Da sieht das alles natürlich noch schöner aus, als es auch sonst ist. Auch hier alle Häuser mit schönen Fassadenbemalungen. Und jetzt gehen wir einfach mal in den
kleinen Ort rein und ich lasse euch jetzt mal allein mit diesen Ansichten. Die meisten Häuser hier im typischen kanarischen Dalmatiner-Design mit großen Namen an der Tür, nur die Vornamen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man hier wohnt, ist man etwas genervt über all die Touristen, die hier durch die schmalen Gassen laufen. Aber heute ist es nicht allzu voll, also lässt es sich wohl aushalten. Wir haben hier in Fataga noch eine Kleinigkeit gegessen, im Restaurant mit dem passenden Namen El Labrador, also passend an die Gestaltung der Häuser hier. War alles sehr lecker, kleine Tapas, auch preisgünstig. Und jetzt geht es weiter nach San Bartolomé de Tirajana, oder auch Tunte genannt, das ist der historische Name. Und da sind wir nochmal circa eine Viertelstunde unterwegs durch die Berge. Auf geht's! Von Fataga geht es jetzt weiter rauf in die Berge, Richtung San Bartolomé de Tirajana. Leider habe ich von dieser Strecke nur Fotos, aber ich denke mal, die sprechen für sich. Das ist ein wirklich schöner Streckenabschnitt und je höher man kommt, umso grüner wird es und umso abwechslungsreicher wird die Landschaft. Schaut euch das mal an, wie schön es hier ist. Auf Gran Canaria. Thank you.
kurz vor San Bartolomé de Tirajana haben wir noch einen kurzen Stopp gemacht beim Restaurant Mirador de Tunte. Dieser Stopp lohnt sich wirklich, denn hier hat man eine ganz, ganz tolle Aussicht ins Tal. Das werdet ihr gleich mal sehen. Und eine bayerische Laterne gibt es hier auch. Und weiter geht die Fahrt in die Berge. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis wir San Bartolomé de Tirajana erreicht haben. An dieser Stelle mache ich noch einmal einen Break, damit das Video nicht zu lang wird. Ich hoffe, unser kleiner Rundgang durch Fataga hat euch gefallen. Ja, ein Besuch des Bergdörfchens lohnt sich immer wieder. Nur wie gesagt, am besten nicht an einem Sonntag, denn da hat der Souvenirladen geschlossen, lieber an einem Wochentag. Aber auch so hat mir der Besuch sehr gut gefallen. Und im nächsten Video zeige ich euch dann die weitere Fahrt nach San Bartolomé de Tirajana und weiter über Santa Lucia und Vecindario zurück nach Maspalomas. Ja, schaut einfach noch mal rein und ich freue mich über jede Menge Feedback und über neue Abonnenten. Bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus.